Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen The Park und das ist ein Spin-off aus der Welt von Secret World oder Secret World Legends. Beides habe ich gespielt, aber war mir zu groß, zu komplex und die Steuerung manchmal so ein bisschen zu hakelig. Ich habe auch im Stream gespielt vor ein paar Jahren. Und The Park ist ein Walking Simulator als Spin-off aus dieser Welt. Wer Secret World nicht kennt, das ist ein Spiel, bei dem ganz viele verschiedene Settings in einem Spiel sind. Das heißt, du begehst zum Beispiel die eine Welt und hast ein komplettes Raumfahrt-Setting. Gehst in die nächste Welt und hast ein Indiana-Jones-Setting. Gehst in die nächste Welt, hast ein Horror-Setting. Gehst in die nächste Welt, hast einen Action-Shooter und so weiter und so weiter. Das ist Secret World. Und The Park ist eine von diesen Welten, die man in Secret World begehen kann. Und das aber jetzt als einzelnes Spiel sozusagen gespin-offed. Ja? Wie ist dazu gekommen, dass ich jetzt The Park spiele? Denn ursprünglich hatte ich ja was anderes vor. Wer mir auf den sozialen Medien folgt, weiß, dass meine Capture Card abgeraucht ist. Dass das Pass-Through-Signal funktioniert zum Fernseher zurück, aber eben nicht die Aufnahmefunktion, sodass ich also ein Bild bekomme. Ton funktioniert, Bild nicht. Ich habe alles probiert, alle möglichen Sachen, die im Internet stehen. Die Karte scheint einfach kaputt zu sein. Also die wird auch zu heiß. Ich glaube, da ist irgendwas durchgeschmort. So be it. Ich wollte eigentlich Little Nightmares 2 spielen. Von der PlayStation 4 aufnehmen. Aber das klappt jetzt erstmal nicht. Das Folge-Let's Play hängt dadurch auch in der Luft. Ja, ich wollte ja ursprünglich dann danach Marvel's Ultimate Alliance 3 spielen von der Switch. Das fällt jetzt auch erstmal aus. Beide Spiele sind natürlich erstmal nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ja, wir gucken mal, wann wir das als nächstes machen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, okay, um so ein bisschen in so einem Setting zu bleiben, Little Nightmares, eben so ein bisschen gruselig, horrorlastig, haben wir jetzt hier einen Walking Simulator, der eben auch so ein gruseliges Setting hat, ja, mit The Park. Und als Folge-Let's Play werde ich sehr wahrscheinlich Black Set spielen. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie ich das jetzt mache. Das werde ich mir jetzt im Laufe dieses Let's Plays überlegen. Das soll nicht allzu lang gehen, das Spiel ist so um die 2 Stunden lang. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen werden. Aber ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne wieder Wunschmatches von Fire Pro Wrestling World machen. Das heißt, da überlege ich, ob ich das dann jetzt direkt hier im Anschluss an The Park mache. Oder ob ich vielleicht sogar erst Black Set aufnehme und dann erst die Fire Pro Geschichten. Und ich habe auch noch Paradise Lost als Walking Simulator, was ich im Stream gespielt habe. Angefangen habe und wahrscheinlich auch im Stream weiterspielen werde. Was ich theoretisch auch als Let's Play veröffentlichen kann, weil mir das Setting auch sehr gut gefällt. Ja, also das sind jetzt so die Sachen, die als nächstes kommen. Werde ich am Ende des Videos, also beziehungsweise am Ende des meiner Aufnahmesession und am Ende der letzten Folge sozusagen auch nochmal erwähnen, was ich mir dann überlege, als nächstes zu machen. Gut, das also jetzt ganz viel drumherum, viel Text gewesen und deswegen würde ich sagen, lasst uns mal direkt reinstarten. Ich habe die Einstellungen schon soweit vorgenommen, deswegen müsste das Bild stimmen, der Ton müsste stimmen. Ich weiß nicht genau, ob es komplett vertont ist oder ob wir viel lesen müssen. Das finden wir jetzt raus. Ich habe auf jeden Fall Untertitel eingestellt. Das heißt, es wird auf jeden Fall irgendwas vertont sein. Aber ich gehe von Englisch aus. Und je nachdem, ob wir viel lesen müssen oder so, passen wir uns das Ganze entsprechend unser Spielerlebnis an. Ja? Gut, dann würde ich sagen, auf in ein neues Spiel. Let's play The Park. Okay, ich habe Kopfhörer auf, es ist dunkel. Oh, Thematik könnte verstörend wirken. Okay, so krass. Okay. Gucken wir mal. Funcom präsentiert. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Atlantic Island Park, okay. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. We'll go and ask information. Okay. Und schon können wir loslegen. Alles klar. Das ist Callum. Der vermisst seinen Bären. Ist der hier irgendwo? Ich gucke mich erstmal um, ja? Man kann nicht schnell gehen, okay?
Also das Setting ist halt ein verlassener Vergnügungspark. Sieht man den da oben schon? Nee. Ich weiß auf jeden Fall, was die Hauptfigur ist, also der Hauptantagonist. Und finden wir aber auf jeden Fall raus. Ich habe das Spiel, also ja, ich habe Secret World gespielt und habe mich in dem Setting von The Park befunden, aber da war es irgendwie einfach nur ein kurzes, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie ein richtiges Spiel. Und scheinbar ist das sehr beliebt gewesen, dass man da gesagt hat, okay, da machen wir einen Spin-off zu draus. Und aber hier ist auf jeden Fall nichts. Hier, die Effekte sehen ganz cool aus, ohne RTX. Oh, schöne Spiegelung. Das sieht doch gut aus. Finde ich nicht schlecht. Ja, und ich bin ja ein großer Freund von Walking-Simulatoren. Zumindest zum selber Spielen. Ich weiß immer nicht, für ein Let's Play ist es manchmal vielleicht ein bisschen zu langweilig, weil halt nicht viel passiert. Ich muss viel reden. Und ich habe halt jetzt alles zum Spiel schon vorher gesagt. Hätte ich gewusst, dass das so langsam auch hier losgeht, hätte ich ja alles auch hier jetzt erst sagen können. Aber gut. Es ist, wie es ist. Am Ende ist die Erzählweise eines Walking-Simulators ja doch sehr langsam. Ne? Also absolut entschleunigt. Und das Spiel soll aber Jumpscares haben. So meine ich zumindest gelesen zu haben. Aber das ist auch alles, was ich zum Spiel weiß. Ich habe keine Let's Plays. Ist auch schon ein bisschen älter, das Spiel. Ne? Also hätte man durchaus auch schon mal gespoilert werden können. Habe ich aber vermieden über die Jahre hinweg, weil ich das immer selber spielen wollte. Und dementsprechend werde ich mich auf jeden Fall, wenn ein Jumpscare kommt, zu 100% erschrecken, weil ich das nicht kenne. Vielleicht erschrecke ich mich auch nicht, vielleicht ist das eine Situation, wo ich einen Jumpscare erwarte. Ich erwarte zum Beispiel, dass irgend so in einem Auto. Ich erwarte zum Beispiel, dass in so einem Auto irgendwie ein Hund bellt oder so. Da lag doch irgendwas. Also das hätte ich jetzt irgendwie erwartet, ne? Und drücken Sie, um mit Objekten in der Welt zu interagieren. Okay, gucken, das hier scheinbal angucken. Tafel untersuchen. Calum was Machen wir. born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Okay. A tribute to the untamed heart of Solomon Island and the people who used their talents to bring the dream of Nathaniel Winter to life. May this park be a place where joy and laughter are gathered. And used to infect all of those who follow after. Okay, und. Okay, hätten wir auch auf Deutsch lesen können. Mach ich's nochmal. Atlantic Island Park. Ein Tribut an das ungebändigte Herz von Solomon Island und die Menschen, die den Traum von Nathaniel Winter mit ihrer Tatkraft zum Leben erweckten. Möge dieser Park ein Ort der Heiterkeit sein, der auch kommende Generationen erfreuen wird. Gewidmet am 1. Mai 1977, James B. Longley. So, da ist auf jeden Fall irgendwie. Ja, wie gesagt, ich erwarte halt in allen Ecken jetzt irgendwie die Möglichkeit, dass man hier erschreckt werden kann. Ob es jetzt wirklich so jumpscarig ist, wie gesagt, ich hab keine Ahnung. Ich stelle mich einfach mal aufs Beste ein. Das hat gut funktioniert. Aber ist gleich, ich muss mich erst hier anmelden und. Okay. Kleine Cutscene sogar. Hallo. Was? Was passiert? Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll open the gates for you. Ach, Callum. Okay. Wir können also jetzt rein. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Seht ihr das? Nee, seht ihr nicht. Okay, wir können auf jeden Fall hier einen Zettel lesen. Das ist ein Flyer. Atlantic Island Park. Chet the Chipmunk. Genau, das ist der Hauptantagonist. Ja, also Nathaniel Winter. Willkommen im Atlantic Island Park. Als ich zum ersten Mal nach Solomon Island kam, verliebte ich mich sofort in seine natürliche Schönheit. Ich verbinde viele meiner schönsten Erinnerungen mit dieser idyllischen Insel. Ich wollte einen Ort erschaffen,
der die Essenz von Solomon Island widerspiegelt, einen Ort, an dem Familien mit ihren Kindern ihre eigenen Erinnerungen erschaffen können. Ich lade Sie daher ein, unseren Park zu erkunden, vom Riesenrad, das wie der örtliche Leuchtturm einen grandiosen Ausblick auf das Umland gewährt, bis hin zur Gasse der Nebenattraktionen, wo Sie zahllose faszinierende Spiele aus der Region erwarten. War das wirklich alles? Kann man da noch scrollen, oder? Okay, viel Spaß, Nintendo Winter. Mittlere Seite. Chad the Chipmunk empfiehlt: Für unsere kleinen Gäste erleben Sie in der Märchenbahn eine familienfreundliche Umsetzung zeitloser Märchen. Ist Ihnen das zu gemächlich? Nehmen Sie im Autoscooter Platz, Vollgas für alle. Für Jugendliche: Bringen Sie Ihren Kreislauf mit einer wilden Fahrt auf dem Octotron in Wallung und trotzen Sie mit unserer preisgekrönten Achterbahn der Schwerkraft, ehe Sie sich in das Haus der Schrecken wagen. Aber Vorsicht, erschrecken Sie sich nicht zu Tode. Für die Großen: Drehen Sie mit Ihrer besseren Hälfte eine romantische Runde auf dem Riesenrad und genießen Sie die natürliche Schönheit von Solomon Island. Machen Sie dann einen Spaziergang durch die Gasse der Nebenattraktion und erleben Sie exotische Anblicke und wilde Spiele. Der Atlantic Island Park hat wirklich für jeden etwas zu bieten. Rechte Seite: Nach Ihrem Besuch des Atlantic Island Parks erwarten Sie auf Solomon Island noch zahlreiche andere Aktivitäten. Zeigen Sie unseren örtlichen Partnern diese Broschüre, um sich tolle Rabatte zu sichern. Restaurants Sunshine Daily oder Delay, Daily, wie auch immer, vom leichten Snack bis zu vollen Mahlzeiten, das Sunshine Daily befriedigt jeden Essenswunsch. Susie's Diner, entspanntes Speiserestaurant im Herzen von King's Moth. Erleben Sie einheimische Gastlichkeit und kosten Sie Susies berühmtes Dosenobst. Das Lobster Trap. In Maine muss man einfach Hummer essen. Das Lobster Trap serviert die frischesten und besten Meeresfrüchte der Welt. Reservierung empfohlen. Ich glaube, das Lobster Trap ist auch etwas aus dem, oder wahrscheinlich ist es alles aus Secret World, ne? Dieses. Das Lobster Trap kommt mir irgendwie gerade bekannt vor. Kann aber auch aus Film oder Serie sein. Übernachtungsmöglichkeiten, Overlook Motel. Das von Eddie Stone geführte Overlook Motel hat die bequemsten Betten der Insel zu fairen Preisen. Und praktischerweise ist das Motel nur wenige hundert Meter vom Atlantic Island Park entfernt. Jack und Wendys Pension. Bevorzugen Sie eine eher familiäre Atmosphäre, sind Sie bei Jack und Wendy goldrichtig. Aufgrund der hohen Nachfrage während der Saison sollten Sie frühzeitig buchen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Okay, haben wir. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Wonderland, Wonderland, as happy as... So. Nathaniel Winter welcomes you to Atlantic Island Park. Ich kann nicht mir das Tier da oben, war das eine Katze? Komme ich nicht wieder raus, ne? Kann ich mir erstmal nicht angucken. Okay, wir fahren hoch. Something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Geht denn der jetzt weg da oben? Oh. Was? Okay. Das eskalierte reichlich quicklich. Sehr gute Frage. Drücken Sie Shift, um zu laufen. Habe ich vorhin schon probiert, ging nicht. Okay, cool. Jetzt geht's. It's easy to get lost here. Okay, wo sind wir? Da. Entrance. Rechts ist die Sideshow Alley und der Rollercoaster. Um den Weg herum, von rechts dann nach links abbiegen, sind die Bumper Cars und das Ferris Wheel und der Octotron, relativ links, ist House of Horrors und Tunnel of Tales. Okay, das sind wahrscheinlich alles Orte, die wir jetzt erkunden werden. Ich weiß es nicht genau. Okay, ich lehne mich mal ein bisschen zurück, damit ich mich nicht zu sehr erschrecke, weil jetzt ist definitiv das Setting schon
ein ganz anderes als eben schon. Genau, wieso kann ich jetzt in dem Moment nicht laufen? Okay, Callum läuft dahin. Erst hat er hier gespielt, okay. Gucken wir erstmal hier hin. Das ist der Teddy. Oder? Hallo? Nimm doch mit. Aber blutig war der, oder? Wird gespeichert. Warum? Okay. Warum kann ich den Teddy nicht mitnehmen? Also das... Ist das Blut oder ist das Dreck? Wahrscheinlich des Settings wegen ist es Blut, oder? Okay. Wir gehen hinterher. Das sieht voll alt aus, ne? Alles. Aber sie war jetzt selber überrascht, dass es so aussieht. Vielleicht ist hier irgendwas Übernatürliches passiert? Dass der Park auf einmal unheimlich gealtert ist oder so? Ich weiß es nicht. Wir gucken. Hallo. Ist er da reingelaufen? Okay. Carrie Killian ist Satans Whore. Wer ist Carrie Killian? Wir finden es raus. Ich denke, er ist hier reingelaufen, oder? Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Okay. Wo finde ich eine Taschenlampe? Gucken erst weiter, okay. Oder liegt hier irgendwo eine rum? Wirkt alles so unheimlich irgendwie, ne? Voll viele Tiergeräusche. Ich denke, das belongs to Calum. Warum hat er keinen Schuh an? Macht der Junge. Oh. Da ist Chad. Und Chad ist auch blutig. Oder auch dreckig. Je nachdem. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Ja, okay. Chad the Chipmunk heißt sie im Atlantic Island Park. Willkommen. Chad ist in täglichen Eisschnitzerei-Shows an folgenden Orten zu sehen. 11 Uhr Gasse der Nebenattraktionen, 12 Uhr Octotron, 15 Uhr Parkeingang, Graffiti, Chad the Chipmunk. Okay, da steht noch was daneben. Okay, warte. Chad the Chipmunk macht nur Verdruss. Chad kriegt nie einen Schulabschluss. Chad wird wütend, liebt die Schlacht. Chad wird besiegt in jeder Nacht. Chad wird sicher arbeitslos, stirbt als Versager, das ist sein Los. Well. Chad the Chipmunk, worst in class. Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead-end job. Chad will die a useless slob. Puh. Okay. Toiletten! Ja. Ach, die Lampe. Laterne. Vom Winde verweht. Handschriftliche Notiz. Gott, also müssen auf jeden Fall, wie es aussieht, eine ganze Menge lesen. Ja, es war vertont vom Charakter selbst. Ah, das ist Chad, ne? Neben uns. Okay, habe das Land auf Solomon Island für einen lächerlichen geringen Preis gekauft. Ich weiß zwar nicht, was der alte Archie Anderson den Einheimischen angetan hat, aber allein bei seiner Erwähnung schlossen sich die Menschen in ihren Häusern ein, als ich auf der Insel eintraf. Meine Anwälte hatten alles vorab arrangiert, aber der Makler wollte mir die Schlüssel trotzdem persönlich übergeben. Er hielt es für seine Pflicht, mich erneut zu warnen. Ich weiß zwar,
was sie mit diesem Land vorhaben, Mr. Winter, aber der Boden hier leidet unter einem Fluch des alten Landes. Der alte Henderson hat schreckliche Dinge getan, dunkle Dinge getan. Und das Land erinnert sich, Sir. Ich habe ihn wenig später entlassen, obwohl ich von seinen armseligen Versuchen, mich zu vertreiben, durchaus amüsiert war. Ich habe eine Vision für diesen Ort und den Willen, diese Vision mit allen Mitteln umzusetzen. Atlantic Island Park, der Name ist perfekt und ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Das ist der Beginn von etwas Großartigem. Doch nicht, Chad. Oder? Naja, gut, wir gucken weiter. Wonderland, Wonderland. Ich habe immer irgendwie so Ohrwurm von dem Beverly Hills Cop. Wonderland. Wenn ich so Vergnügungsparks und sowas sehe, weiß gar nicht warum. Also bitte! Wer lachet da? Wo ist er denn? Come on, Mommy. Ah, er ist auf dem... Okay. Okay, wir fahren mit. Callum. Stand da oben jemand? Nee. Wahrscheinlich Halluzination. Man weiß es nicht. Vielleicht stand da wirklich jemand. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. Moment, das kommt mir ein bisschen leise vor. Aber, muss ich das übernehmen? Ups, ja. Okay. Ich glaube besser. Okay, Hänsel und Gretel. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Da ist Chad. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. Okay. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home.
But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. At my house. Knusper, knusper, Knäuschen. Beknabbert an meinem Häuschen. Sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you Dunkel. Here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. Mm-hmm. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today, I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool! The old witch said. The opening is here! And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled and the witch was cooked. Ding dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Jo. Das war die Geschichte von Hänsel und Gretel. Und wo ist Callum? Ente? Was machen Sachen? Schwan, oder? Keine Ente. Ich weiß nicht genau. Federvieh. Cool gemacht.